Und da wären wir auch schon wieder mit vollem Magen und 7 Leben und einer funktionierenden Farm und einem funktionierenden MME-System und überhaupt. Sehr schön. Wird langsam. Okay. Was wollten wir machen? Wir wollten Carpenter bauen, damit wir mit der Bienengeschichte weitermachen können. Wir wollten warten, bis hier langsam Gras wächst, aber das zieht sich wohl ein wenig. Wir hatten überlegt, eine Mini-Kaktus-Farm im Desert aufzustellen. Also, das habe ich nicht laut gesagt, aber das hatte ich mir auch überlegt. Wir hatten hier überlegt, einfach Sand hinzustellen und dann eine von diesen Scented-Dingern, um an die Wüstenbienen zu kommen. Da wird gerade ein Enderman gepungestickt. Bye bye, Enderman. Aber wir brauchen eh eine kleine Abteilung auf einer der Plattformen, wo wir Wüstenzeug anbauen. Also Sugarcane und Kaktus. Und beides können wir sehr schön mit dem E-System abbauen. Ich hatte das schon mal vor einer ganzen Weile erklärt, als wir noch lange nicht an dem E-System denken konnten. Da gibt es so ein schönes Ding. Guck mal ganz kurz. Applied. Applied Energistics. Das da. ME Transition Plane. Was brauchst du Schönes? Du brauchst wieder diese Dinger da. Eisen und Fluid Ducts. Und davon brauchen wir pro Pflanze, also pro Kaktus oder Sugarcane ein. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Sugarcane und ein Kaktus mit jeweils einem so einem Ding reicht. Das wird sehr lange dauern, bis da irgendwas produziert wird. Aber wir brauchen das fast nie. Und wenn wir es immer brauchen, wird bis dahin ein bisschen was zusammengekommen sein. Wir werden davon später mehr brauchen, wenn wir an die Quests kommen, à la 10.000 Käsekuchen oder so. Warte mal, Hell's Kitchen. Können wir die schon sehen? Nee. Aber irgendetwas wird hiervon bestimmt Zucker brauchen. Sieht aber alles nicht sehr zuckerartig aus. Na, vielleicht Ketchup. Ketchup ist eigentlich nur ein bisschen Tomate mit ganz viel Zucker. Also ja, das könnte Zucker brauchen. Und Kaktus? Kaktus? Wofür brauchen wir dich? Kaktus. Für Kaktusjuice. Nee. Kaktus-Soup. Kaktus-Green. Dirt. Nee. Nee. Wofür ist Kaktus-Juice? Für Wasser. Ja, nee. Also Kakti brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Kaktus. Für, falls wir mal grüne Farbe brauchen oder so. Das heißt, das Ding wird echt nicht groß sein. Das sind zwei, drei Felder. Können wir das irgendwo hier mit ranquetschen? Was haben wir hier? Desert. Ja, also wir haben hier ME-Kabel. Das heißt, wir setzen hier auf diesen zwei Blöcken Sand hin. Oben drauf dann. Ah, Wasser brauchen wir auch in der Nähe. Zumindest für das Sugarcane. Wird schon wieder komplizierter, denn wir bräuchten dafür einen Wassersource-Block. Ich denke nicht, dass so ein Aqueous-Dingens da klappen würde. Beziehungsweise wäre Verschwendung. Also bräuchten wir hier irgendwo eine Ecke einen Source-Block und dann müsste drunter wieder ein Block an die Decke gebappt werden, weil sonst fließt das Wasser runter und macht die ganze Plattform da kaputt. Die da. Und diese Möchtegern-Brücke haue ich jetzt weg. Das irritiert nur. So. Können wir später mal gucken, ob wir da irgendwas anderes hinbauen. Aber nee. Ich habe mich jetzt an die flachen Plattformen gewöhnt. Das ist vollkommen okay. Wir haben jetzt mehrere Plattformen untereinander. Das sieht nicht ganz so trist aus. Und dann passt das schon. Ja, Kaktus und Sugarcane. Jo, machen wir das einfach mal. Ich hätte gern Wasser. Wasser bekommen wir von da hinten. So, flop. Nehmen wir gleich mal zwei. Dann würden wir gerne nach unten. Können wir das Ganze auch unterirdisch machen? Wachsen Kakteen und Sugarcanes unterirdisch? Das wird das Ganze ein wenig einfacher machen. Ich teste. Wenn ich was nicht weiß, dann teste ich gerne. Ich hätte gerne Sand. Wir haben kein Sand im System. Ich habe daraus irgendwas gemacht, oder?
Glas. Warum hast du keine Lava? Wegen dem Stau, den wir vor kurzem hatten, ne? Ja, okay. Du bekommst Lava. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kein Gravel. Ja. Es ist kein Sand da, weil kein Gravel da ist, weil kein Cobble zu Gravel gemacht wurde. Das macht vollkommen Sinn. Da. Jetzt müssen wir schneller klicken als der MI. Klick. Okay, einen haben wir. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auf die mittlere Plattform. Die Plattform, die wir deklariert haben als komische, krüppelige kleine Maschinen kommen hier hin. Du weg. Du weg. Die Fackel kommt da oben wieder rauf, damit wir hier Licht haben. So. Hier wäre schon Wasser. Warum nicht? Sieht komisch aus, aber warum nicht? Da und da. Da und da. Das sieht so komisch aus. Oh ja, die ganzen Zäune kommen ja weg, da kommen später Mauern hin. Dann passt das schon ein bisschen mehr. Und ich bräuchte jetzt noch ein Sugarcane und einen Kaktus, sonst bringt das alles nichts. Wobei, haben wir überhaupt einen Kaktus? Kaktus Fruit Seed. Ist das ein Kaktus? Gucke ich gleich mal. Ne, da, Kaktus Seeds. Was ist denn eine Kaktus Fruit Seed? Es gibt so viele Sachen hier bei dem Hangar Overhaul. Oh ja, Kaktus. Und da war ein Sugarcane. Ein Sugarcane. So. Kaktus. Sugarcane. Ich hoffe mal, du machst ihn hier nicht kaputt beim Abbauen, aber es dürfte eigentlich nicht passieren. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Ups. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind diese Transition Panes, Planes, Dinger. Wobei, wenn ich sie direkt. Die müssen eine Etage höher. Fällt mir auch gerade auf. Und zwar so. Weg, weg. Und dann hier dran. Das heißt, wir haben immer noch einigermaßen Zugriff auf dieses komische, unendliche Wasserding da. Okay, wie macht ihr euch? Ihr müsstet eigentlich jetzt schneller einschmelzen. Wir müssten eigentlich mehr Lava haben. Du bist aus, oder? Ja, du bist aus. Du stellst Soul Sand her, aber hier fließt nur Wasser durch. Du stellst Dirt her. Ist alles gut. Wir brauchen mehr Lava. Viel mehr Lava. Also es ist sehr wahrscheinlich der Fall, dass das ME-System jetzt mehr Energie verbraucht. Deswegen haben wir hier mehr Dynamos, die auch fast keine Lava mehr haben. Und wir haben doch ein paar mehr Abnehmer jetzt. Also wir brauchen mehr Crucibles. Okay. Kann ich mitarbeiten? Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. So. Wir brauchen Lava. Es ist. Okay. Ist alles wieder gut. Lava. Lava. Du weg. Brauchen Lava, um Lava zu machen. Dies ist ein kapitalistisches Spiel. So, jetzt hätte ich gerne Crucibles. Und drei Fluiducts und drei Item-Exporter. Die Item-Exporter werden wieder nervig, das kennt ihr ja schon. Duck. Das ist ein Item-Duck. Wir haben schon Fluiducts. Die können wir gleich hinsetzen. Okay. Iron. Das ist nicht viel. Was aber auch daher kommt, dass das Ding ja nicht arbeitet. Schon wieder nicht. Mist. Mist, 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 Mist. Ich kappe das. Versuche jetzt ein bisschen Energiesparmodus zu aktivieren. Dafür kappe ich die Leitung hier.
Dadurch ist die Farm nicht mehr automatisiert, kriegt also auch kein Lava mehr. Und das Ding wird eh nicht befüllt, weil es gar nichts drin hat. Und das hier ist auch durchgehend. Oh, es bräuchte einen Schalter. Hopsa, au. Ich wollte elegant runterhopsen, Gazellen gleich, und dann breche ich mir die Beine. Das ist doch doof. Du dahin. Ich hätte gerne einen Schalter an dir. Genau. Klick. Du hörst auf zu arbeiten. Sehr gut. Ich glaube, vorher hat das Ding immer Energie verbraucht und jetzt tut es das nicht mehr. Und Lava. Okay. Du saugst du jetzt schon wieder ein? Warte mal, dich stellen wir ein, dass du ganz langsam einsaugst. Ups. Jetzt habe ich es auch noch ausgemacht. Gib mir Lava. Aktiviere das. Shift-Rechtsklick. Storage Monitor ist now locked. Okay. Und wieder rein. Null Millibucket. Null Millibuckets sind echt wenig. Es ist sehr wenig. Können wir hier noch irgendwas ausstellen? Ah, hat Lava bekommen. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, ohne kurz. Aber es reicht. Okay, komm. Mach Gravel, mach Sand, mach das, befüll das Ding. Wir brauchen mehr Eisen. Er ist schon wieder fast leer. Das kann doch nicht wahr sein. Von einem Problem zum nächsten. Die letzten Folgen liefen so richtig gut. Oh ja, Melava, wir brauchen dazu Clay. Dazu brauchen wir dich. Dich können wir übrigens wieder hier hinstellen. Dann kommst du da rein und da muss jetzt Dust reingeworfen werden. Das ist ein klitzekleines Problem, weil all unser Dust gerade verschüttelt wird. Dann. Spam, klickerdidu, ein. Einer reicht nicht wirklich für viele Crucibles. Zwei. Lalala. Wir klauen unser eigenes System. Drei. Vier. Okay, vier können für ein bisschen was reichen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Wir wollen ja eh nur. Ups. Wir wollen ja eh nur drei Stück herstellen. So. Du dahin, du da rein, du da rein, du raus, du. Da rein, du da rein, du da, du da. Clay. Und ja, viele Leute werden jetzt schreien, bau doch endlich den Dingensboiler, den Sludge-Boiler. Ich denke, das werde ich sogar. Der Sludge-Boiler war die Maschine, die einem selber Schaden zufügt, wenn man zu nah dran steht. Und die aus Sludge bestimmte Ressourcen macht. Und wir müssten jetzt ein bisschen was an Sludge haben. Ja. Das ist nicht viel. Und es ist nicht viel, weil die Maschinen nicht durchgehend arbeiten. Ja, die Maschinen arbeiten nicht durchgehend, weil wir nicht genug Strom haben. Also ihr seht, die, ne? Verbindung, die ist doof. Clay. Da ist Porzellan Clay. Ich hätte gerne Bone. Mehl. Porzellan Clay. Wir brauchten Porzellan Clay und kein Clay, oder? Ich wurde einmal traumatisiert vor zigtausend Folgen. Crucible? Ja, Porzellan Clay. Okay, alles gut. Alles gut. Falsche Dings. Da. Porzellan Clay. Du rein. So, drei Stück. Geht sich doch super auf. Die müssen noch kurz gebrannt werden. Aber ist nicht schlimm. Wir können mal gucken, ob ich noch was in den Furnaces hab liegen lassen. Ah, nö, sieht sauber aus. Aber wir könnten bald mal wieder neue Holzkohle herstellen. Wie schaut's hier aus? Eisen. 24 Stück. Da muss mehr rein. Plastik kann im ME-System. Wobei wir auch hier vorsichtig sein sollten. Also gerade jetzt, wo unser ME-System so ein bisschen strauchelt, sollte man nicht durchgehend Zeug reinwerfen. Weil jede Transaktion, also alles reinlegen, alles rausnehmen, kostet immer Energie. Und Energie ist gleich Strom. Wir haben keinen Strom. Hier sind viele Köpfe. Geschmolzen? Nee, noch nicht. Okay. Beobachten wir mal den Lavastand.
Das Ding fluktuiert, das ist nicht gut.